damit das Schwere im Leben leichter wird. Mit Thea Wachtendorf. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Die Frage ist wieder sehr ausführlich und darum lese ich sie gerne wieder vor. Es geht um mein Beziehungsthema. Mein Partner triggert mich in seinen sämtlichen Handlungen dermaßen, dass ich mich oftmals so aufrege, wütend und laut schimpfe, bis hin zum Ausrasten. Wem gehört diese Wut? Meinem Vater aus den vielen negativen, entwertenden Erfahrungen, die ich mit ihm machen musste? Oder welche Schmerzkörper zeigen sich? Was möchte bearbeitet werden? Oder zeigen diese Verhaltensmuster meines Partners, dass wir nicht zusammenpassen, dass wir den Alltag nicht zusammen leisten können, weil wir zu unterschiedliche Charaktere mitbringen? Was triggert mich an? Vor allem seine Handlungen, zum Beispiel, wenn er einsame Entscheidungen trifft. Er beginnt einfach zu kochen, während ich lieber ins Restaurant gehen wollte. Oder er kocht total ohne Struktur, bereitet Fleisch, denkt aber nicht an die Beilagen. Oder er räumt die Küche nicht so ordentlich auf, wie ich es gerne habe oder auch selbst mache. Reinigt die Dusche auch nach mehrmaligen Hinweisen nicht richtig ab. Irgendwie komme ich mit seiner Struktur generell oft nicht zurecht. Ich spüre, dass ich mir selbst oft nicht mehr vertrauen kann. Wie viel Toleranz braucht eine Beziehung und wo hört Toleranz auf? Was spiegelt er mir? Seine Handlungen lassen mich in die Wut kommen und manchmal glaube ich, ich benutze auch die Wut, um meine eigene Ohnmacht zu vertuschen. Ein anderes Beispiel von gestern Abend war, wir führten um ca. 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr ein gutes Paargespräch, in dem wir beide ruhig und entspannt darüber sprachen, wie wir uns emotional in der Beziehung fühlen und was sich jeder wünscht und welche Bedürfnisse sich bei jedem von uns zeigen. Ich bedankte mich für das gute und konstruktive Gespräch. Wir trafen die Absprache, dass wir bis ca. 18 Uhr Abendessen wollten, da ich um 18.45 Uhr einen Termin hatte. Er wollte das Essen kochen und bis zur vereinbarten Zeit zubereitet haben. Ich kam um 17.30 Uhr in die Küche. Es war so gut wie nichts geschehen. Enthusiastisch begann er zu werkeln, als er mich sah. Das ist so eine Situation, in der ich wütend werde und mich weder gesehen noch für ernst genommen fühle. Auf meine Frage, warum er sich nicht an unsere Absprache gehalten hätte, kam die Antwort, er habe nur 10 Minuten gelesen, und auf mein Nachstochern kam die Aussage, er habe die Zeit beim Lesen vergessen. Daraufhin habe ich das meiste gekocht, um fertig zu werden bis zum Termin, was natürlich jetzt mit Stress und Hektik verbunden war. Für mich ist dann ganz schlimm, dass er anscheinend emotional nicht nachvollziehen kann, was passiert ist und wie ich mich fühle. Ich glaube generell, dass wir nicht nur emotional, sondern auch vor allem spirituell in ganz anderen Entwicklungsstufen zusammenfinden. Wo passen wir nicht zusammen? Wie bereits beschrieben, sind es oftmals strukturelle Themen. Ich bin in einem materiell sicheren Hafen aufgewachsen und auch so erzogen, dass sich etwas zu erschaffen und aufbauen wichtig ist. Er überhaupt nicht. Ja, findet es nicht notwendig. Wir sind charakterisch zu unterschiedlich, er Stier, ich Löwe. Manchmal sehe ich in ihm den kleinen Jungen, der vor Anforderungen im Alltag die Augen verschließt. Keinen erwachsenen Mann, der das Leben in die Hand nimmt. Und so nun noch zu meinem Vater. Ich hatte zeitlebens Angst vor meinem Vater, cholerisch, laut, aggressiv, unberechenbar. Durch seine vielen Beschimpfungen fühlte ich mich falsch und wertlos, was ich als Kind natürlich noch nicht verstanden habe. Natürlich waren auch gute Seiten an ihm. Doch durch sein Verhalten, welches sich von jetzt auf gleich änderte, konnte ich meinen Vater nie einschätzen. Rückzug und Resignation, Traurigkeit und eine tiefe Vereinsamung waren teilweise und sind bis heute das Ergebnis. Ja. Wem gehört diese Wut? Ja, die Wut gehört natürlich in erster Linie dir selbst. Die aktuellen Situationen und auch die alten, ja, da ist viel Wut angesammelt und wenn man die natürlich nicht so loswerden kann und die Ursache dafür noch nicht erlöst hat, dann findet es keinen Frieden. Und dieses, ich kann dann ausrasten, ich bin dann so wütend, dass ich ausraste,
Das zeigt, dass die Wut schon lange Zeit noch unterdrückt wurde und dass der Pegel erst richtig hochkommen muss. Ja? Wir leben in einer Zeit, wo die Energie sehr viel höher ist und mit jedem Tag höher wird. Und oft ist es so in Beziehungen, dass viele Probleme schon sehr viel länger da sind, aber dass sie in dieser Zeit, in diesen Jahren jetzt gerade so viel spürbarer werden. Ja, ein bisschen einzusortieren in deine ganze Fragestellung. Was hat es mit deinem Vater zu tun, dass du diesen Partner jetzt hast? Klar ist es, dass wir uns natürlich das kindliche Ich, je nachdem wie es sich geliebt gefühlt hat vom Vater und du sagst, er war cholerisch und er war unberechenbar und du warst so ängstlich und teilweise traurig. Ja, das waren sicher Situationen, wo das kindliche Ich sich nicht immer geliebt gefühlt hat. Vielleicht war er auch ein bisschen herrisch, hat dir Vorschriften gemacht. Ich weiß nicht, was da alles so ist, aber Tatsache ist natürlich, dass dieses kindliche Ich von dir mit diesem, sage ich ruhig mal, Schaden, Mangel, nicht gesehen worden zu sein, nicht gewertschätzt worden zu sein, weitergeht. Und wenn wir uns dann verlieben, dann ist es immer natürlich die Frage, in was verlieben wir uns denn? Und ich weiß jetzt nicht, in was hast du dich denn verliebt, als du deinen Mann getroffen hast? War er vielleicht ruhiger? War er vielleicht lustiger? Er muss irgendetwas gehabt haben, was dich angesprochen hat. Das war die Sonnenseite von ihm. Und diese Schattenseite von ihm, eben, dass er vielleicht immer noch der kleine Junge ist, dass er halt so in den Tag lebt, dass er keine Struktur hat oder wie du das meinst und dass er so das Gegenteil von dir ist, die hast du vielleicht anfangs gar nicht gesehen, aber natürlich auf der Resonanz angezogen. Und man sagt, wir ziehen immer den richtigen Partner an, nicht das, was wir so wollen oder wie wir ihn so gerne wollen, aber er zeigt uns unsere unerledigten Themen. Jetzt ist es ja schon sehr toll, dass ihr Partnerschaftsgespräche, Paargespräche führt, dass ihr euch gegenseitig sagen könnt, was euch gefällt, was euch fehlt, was ihr euch wünscht. Das ist wunderbar. Natürlich ist es ungut, wenn wir gerade ein Partnerschaftsgespräch hatten und ich habe dir gerade mitgeteilt oder meinem Partner, was ich möchte und eine halbe Stunde später erlebe ich, dass er nichts davon umsetzt. Ja, da ist halt wirklich so die Frage, das Beispiel, was du da genannt hast mit dem Kochen und mit dem Essen. Ja, das heißt also, du hast um 18.45 Uhr einen Termin, du willst um 18 Uhr essen und er will das fertig haben bis spätestens dahin. Und du erlebst, dass es dann nicht so läuft und du sagst, du fühlst dich dann nicht gewertschätzt und nicht gesehen und nicht geachtet und so, dann ist es schon ganz richtig. Das ist genau das, was er tut mit seiner Handlung. Er hat ein bisschen gelesen, hat die Zeit dabei vergessen. Ja, er hat, dein Bedürfnis war für ihn nicht an erster Stelle. Und somit ist dein Gefühl passend, weil du sagst ja manchmal, vertraue ich mir schon nicht mehr. Doch, da kannst du dir vertrauen und sagen, so ist es. Dein Problem ist nur, dass du dir wünschst und meinst, er könnte anders sein. Und die Frage ist, ob er überhaupt anders werden kann. Ja? So, das heißt, wir Frauen, wir sehen am Anfang schon, manchmal in der Beziehung, das ist der Unterschied zum Mann, wenn eine Frau einen Mann trifft, dann kann sein, dass sie sagt, das und das gefällt mir nicht, aber das kriege ich schon noch hin. Und dann will die Frau den Mann immer verändern und der Mann, ja, der will möglichst, ach, sie ist so, sie hat sich jetzt von der Sonnenseite gezeigt und dann hofft er einfach, sie bleibt so, wie er sie sich gezeigt hat. Und dieses, dass er nicht in die Verantwortung kommt, dass er wie ein kleiner Junge ist, dass er nicht die Verantwortung übernimmt. Das ist ja das, was du ja schon in deiner ganzen Beziehung erleben musst. Und vielleicht versuchst du mit Gesprächen dahin zu kommen, dass du ihn veränderst. Aber du behandelst ihn ja dann genauso, wie das Mama mit Junge macht. Ja? Ich mache dir mal das Beispiel nochmal. Du hast diese Absprache gehabt, er hält es nicht ein. Du sagst, warum hast du das nicht eingehalten? Dann bist du wie die Mutter und er ist wie das kleine Kind. Und dann fängt er noch so ein bisschen an zu schummeln. Ja, hab gelesen, ja, aber ist ja ne, so und so. Ja, hab die Zeit vergessen. Die Energie, die da ist, das ist ja das, was du beschreibst. Du erlebst ihn dann nicht als erwachsenen Mann. Und du bist auch nicht die Frau, sondern du bist die Mutter. Die Frau
könnte sein, dass die so reagieren würde. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Du fragst ja immer, wie viel Toleranz muss man haben? Wo endet die Toleranz? Das muss jeder für sich individuell feststellen. Nur wenn du aus diesem Spiel austrittst und diese Opferhaltung verlässt, dann hörst du auch auf zu erwarten, dass er das erfüllen kann. Entweder kämst du dann dahin, dass du ihn so lieben kannst, so unperfekt, wie er ist, und du würdest dann einfach gut für dich sorgen. Und wie würde das aussehen können? Ich mache dir nur ein Beispiel, es muss nicht jeder so teilen, aber es könnte so sein, dass man dann in die Küche käme, also um Viertel vor sieben muss ich irgendwo sein, um 18 Uhr wollte ich essen. Und in dieser Erzählung, wie du das hast, ist ja deine Stimmung im Keller. Ja, du bist wütend, der ganze Körper schüttet schon Histamine aus und Zytokine, ist schon im Kriegszustand. Egal, was du dann isst, das bekommt dir gar nicht. Du tust deinem Körper nichts Gutes, wirklich auch auf der Nahrungsebene nicht und auch energetisch nicht. Also würde die Frau, die jetzt nicht wie eine Mama reagiert, sagen, okay, ich stelle fest, dass du dein Versprechen nicht einhalten kannst. Also sorge ich jetzt gut für mich. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, mit dir jetzt zu essen. Kochen kannst du alleine. Ich gehe jetzt los. Ich werde auf dem Weg irgendwo was essen. Und dann können wir das ja morgen nochmal besprechen, wie es dazu kam. So, das heißt also, du machst ja ein Spiel mit. Und je öfter du dieses Spiel schon mitmachst und je mehr du das erlebst, desto wütender wirst du. Also du musst es unterbrechen. Und du musst ein Gespräch mit ihm führen und sagen, ich stelle fest, dass du und dich an die Absprachen nicht hältst. Kannst du das irgendwie verändern? Möchtest du das verändern? Weil ich fühle mich nicht gesehen, nicht gewertschätzt. Und es ist auch nicht nur mein Gefühl, das ist genau das, was du tust. Mein Gefühl passt damit überein. Also ich irre mich jetzt nicht. Du wertschätzt mich nicht in diesem Bereich. Und ich weiß nicht, möchtest du mich wertschätzen und möchtest du das erfüllen? Oder willst du das nicht oder kannst du das nicht? Weil dann muss ich für mich eine andere Lösung finden. Ja? So, das heißt, wenn wir in der Spiegelung, so wie du das beschreibst, jemanden anziehen, also du bist voller Struktur und Sicherheit und materiell und er ist das völlige Gegenteil, dann hat man sich ja meistens darin verliebt, weil Gegensätze ziehen sich an. Und die Gegensätze ziehen sich an, damit jeder ein bisschen mehr wird, so wie der andere ist. Das heißt also, deine Seelenaufgabe wäre auch sicher, ein bisschen von dieser Struktur loszulassen. Und seins wäre sicher, ein bisschen mehr Struktur zu bekommen. Also das ist das, was euch in Gesprächen bewusst sein muss. Das wäre eigentlich die Aufgabe. Wenn er aber sagen würde, nee, ich will gar nicht mehr Struktur und ich will weiter so in den Tag hineinleben, dann könntest du für dich feststellen, passt dieser Partner noch für mich? Dann wären wir bei der Frage, ist es passend? Also wenn die Entwicklung parallel geschieht, dann könnt ihr euch beide in die gesunde Mitte bewegen und dann könnte man das eine oder andere sicher tolerieren. Man muss es sich nur bewusst machen. Man muss sich bewusst machen, wo, in welchen Bereichen kann ich keine Veränderung von meinem Partner erwarten. Und die Illusion wäre, ich hoffe es weiter. Und wir besprechen das noch 5-mal und vielleicht wird es dann besser. Irgendwann muss die Erkenntnis kommen, gewisse Teile sind nicht veränderbar. Und kann ich damit leben oder nicht? Wir hatten das Beispiel schon in irgendeinem Film, wo jemand immer zu spät zum Essen kam und die Frau hat immer gewartet und war immer sauer, weil er nie pünktlich kam. Die Lösung war dann irgendwann da drin, sie hat gut für sich gesorgt. Sie hat einfach um die Uhrzeit gegessen und nicht mehr auf ihn gewartet. Ja? Sie musste dann in Kauf nehmen, wenn sie mit diesem Mann zusammenbleibt, muss sie alleine essen, weil er kriegt es einfach nicht hin. Ja? Könnte auch sein, dass diejenige gesagt hätte, ach, da habe ich keine Lust drauf und wenn er das nicht hinkriegt und kein gemeinsames Wir will und immer ist etwas anderes wichtiger, dann toleriere ich das nicht länger. Also zum einen wäre sicher wichtig zu gucken, wo ist deine kindliche Wunde, weil dein kindliches Ich hat sich bestimmt irgendwie dazu beigetragen, dass du diesen Partner bekommen hast. Vielleicht hat er auf dich nicht so herrisch gewirkt. Also krieg das mal raus, in was hast du dich verliebt? Und vielleicht war das, in das du dich verliebt hast, das Gegenteil von deinem Vater.
Und dieses mehr Freiheit haben und nicht so eingemischt sein könnte, muss nicht ein Beispiel sein. Aber jetzt möchtest du das Gleiche von deinem Mann, wie was du eigentlich schon von deinem Vater wolltest. Du wolltest eigentlich gesehen werden, du wolltest gewertschätzt werden, du wolltest gut und achtsam behandelt werden und wolltest dich geliebt fühlen. Ja, deine Beziehung sollte eigentlich eine Bereicherung sein. So, jetzt sagst du, in Urlaubszeiten kommen wir gut klar und dann sieht es in Urlaubszeiten so aus, ihr müsst nicht kochen, sondern ihr geht zusammen ans Buffet. Du musst auch das Bad nicht selber putzen, es wird geputzt. Also wenn du jetzt guckst, diese Haushaltsgeschichten passen nicht, dann muss man gucken, was gibt es denn für Lösungen dafür? Und ist die Lösung so, dass gewisse Bereiche verlasse ich mich nicht mehr auf ihn, sondern ich erkenne, das muss ich dann tun? Vielleicht muss ich dann damit leben, dass das Bad einfach nicht gescheit verlässt und ich muss es dann einfach, wenn es mir wichtig ist, machen. Oder ich sage, nee, das will ich nicht. Ich hätte gerne einen Partner, der das auch erfüllt. Und wenn er das nicht erfüllen kann, dann muss ich überlegen, ja, ist er noch der richtige Partner? Also grundsätzlich kann man sagen, liste doch mal alle Bereiche auf, die nicht passen und guckt in allen Bereichen, könnt ihr euch da entgegenkommen? Könnt ihr da beide in die Mitte kommen? Und kannst du über das eine oder das andere auch hinwegsehen? Und wenn nein, warum kannst du es nicht? Also es gibt immer die Beziehung von gleich und gleich gesellt sich gerne. Dann sind beide völlig materiell, völlig strukturiert, völlig so. Und dann kommen sie gut miteinander klar, aber da gibt es kein Wachstum. Oder beide sind so luschig und leben in Tag und planen nichts und kommen auch gut miteinander klar. Aber wenn die Seele gewollt hat, dass er zu einem Pol, wo er extrem ist, in die Mitte kommt, dann hat er sich halt in diesen Menschen eben verliebt. In der heutigen Zeit ist es jetzt natürlich nur so, dass ganz viele Beziehungen, die nicht mehr zusammengehören, auch getrennt werden. Wir haben den Bewusstseinswandel und viele Themen werden bewusster und da erfordert das Leben jetzt wirklich, dass du hinschaust, dass jeder hinschaut. Und es ist toll, wenn ihr miteinander reden könnt, kannst du mit deinem Partner vielleicht auch das besprechen, was ich jetzt gesagt habe und vielleicht schaut ihr auch diesen Film zusammen. Der kleine Junge, der keine Verantwortung übernimmt, der muss zum Mann werden. Und die Mutter, die alles so regelt und kontrolliert, muss zur Frau werden. Und nur wenn in einer Beziehung Mann-Frau-Beziehung im Gleichgewicht ist, stimmt es auch ja, erotisch in der Anziehung und in der Sexualität. Ja, so wie du das beschreibst, du fühlst dich dann ja manchmal mehr als Mama, die ihn kritisiert. Da weiß ich nicht, wie anziehend du ihn überhaupt noch als Mann empfindest. Ja, und auch der Mann, der einfach sich ertappt fühlt von der Frau und kontrolliert fühlt und ja, wie die Mama, ist auch die Frage, wie anziehend das ist. Aber wenn der Mann ein ungelöstes Mutterthema hat, dann projiziert er natürlich auch seine ganze ungelebte Muttersituation auch auf seine Frau. Und darum müsst ihr beide schauen, was projizieren wir unerlöst aus der Kindheit auf den Partner? Kennt er das auch? Kennte er vielleicht aus der Kindheit, er konnte seiner Mama nicht recht machen. Es gibt immer was zu nörgeln. Und dann mit ein paar Entschuldigungen kommt er bei der Mama schon durch. Ja? Wie ist seine Erfahrung dort? Und jetzt ist die Zeit, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen, ein guter Partner zu werden. Sich selber zu fragen, empfinde ich mich selber als eine tolle Partnerin? Und der Mann muss sich fragen, empfinde ich mich selber als einen tollen Partner? Und wenn ja, was macht mich denn aus und warum denke ich das? Ja, und ihr habt ja vielleicht, macht ihr ja, wenn ihr Gespräche führt, auch Notizen. Und dann könnt man ja mal gucken auf der Liste, was haben wir dann für Wünsche und was hat sich denn davon erfüllt? Und wenn ihr Gespräche führt, dann werden diese Gespräche ja auch hoffentlich stattfinden, wo man dann sagt, oh, wir haben letztes Mal das beschlossen und wenn ich das jetzt anschaue, dann erlebe ich, das und das ist besser geworden, aber in diesen Punkten sehe ich, dass du dein Verhalten nicht verändert hast. Und wenn ich da genau hineinspüre, macht mich das traurig und es macht mich unglücklich und ich würde mir wünschen, dass du dein Verhalten dort veränderst und kannst du mir sagen, warum das bislang nicht geschehen ist und kannst du mir sagen, was du brauchst, damit es geschieht. Ja. Und dann kann man auch da wieder Klarheit hineinbringen. Eine Erwartung ist immer, wenn sie nicht erfüllt,
hat führt zu Enttäuschung. Und eine Enttäuschung ist immer, eine Täuschung geht weg. Das heißt, wenn ich enttäuscht bin, dann habe ich vorher ein Bild gehabt, von dem ich meine, dass es so und so ist. Und dann fühle ich mich enttäuscht, wenn es nicht so ist. Und es kann sein, dass du oft denkst, ja, er ändert das, aber es kann sein, dass er das gar nicht ändern kann, weil unbewusste Dinge ihn zu seinem Handeln weiter veranlassen, wenn er das nicht anschaut. Und du ebenso. Ja? Also welche Erwartungen kann ich haben? Und ist es realistisch, dass ich diese Erwartung habe? Kann sie auch erfüllt werden? Weil ansonsten ist es besser, ich gebe diese Erwartung auf. Und dann mach halt einfach, wenn du ihn gern behalten willst als Mann, eine Liste, was du alles toll findest an ihm. Und lenk deine Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf das, was gut ist. Und vielleicht kannst du dann das, was nicht so gut ist, damit kompensieren. Also man kann auf viele Arten damit umgehen. Aber die Zeit ist jetzt reif, sich zu fragen, möchte ich das noch so? Und manchmal kann sein, dass das kindliche Ich sich einen Partner gewählt hat. Und jetzt wird man selber, wenn du sagst, ihr seid spirituell auch und auseinander, vielleicht hast du dich weiterentwickelt und bist zur Frau geworden und sagst, nee, wenn ich heute wählen würde, ich würde mal einen ganz anderen Mann aussuchen. Und es passt nicht mehr. Also auch das wäre möglich. Aber da würde ich euch beiden einfach empfehlen, sprecht miteinander oder holt euch auch Hilfe. Man kann ein Paargespräch führen. Man kann gucken, wo ist das Problem. Und oft, wenn es Kleinigkeiten sind, kann man das heilen. Aber nicht selten in der heutigen Zeit ist es auch so, dass wenn man die Wahrheit ganz klar auf dem Tisch packt, dann könnte sein, dass rauskommt, eigentlich will ich gar nicht mehr. Ja? Und das muss man einfach wirklich gucken und wahrhaftig anschauen, um was geht es eigentlich. Dass du keine Lust mehr hast, die Mama vom kleinen Jungen zu sein und wenn er Absprachen nicht einhält, seine Ausreden anzuhören, wie ein Kleinkind es tut, das ist verständlich. Also verlass die Rolle der Mutter und werd zur Frau. Und dann wirst du gar nicht mehr das Bedürfnis haben. Du wirst dann gut für dich sorgen. Und es kann sein, wenn du dann ins Verhalten gehst, nicht ihn kritisierst, setzt dich hin und isst mit ihm und du kochst und du machst das alles noch fertig, damit du es schaffst, sondern du wirst ihn stehen lassen und wirst sagen, du pass mal auf. Hier ist meine Grenze. Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu kochen und zu essen. Ich gehe jetzt. Ja, ich bin jetzt enttäuscht und traurig und ich sorge jetzt gut für mich. Dann könnte sein, dass du durch diese Handlung, dass du gehst, dass er erstmal erkennt, wow, ja, jetzt berührt es ihn. Jetzt checkt er, was in dir vorgeht. Und vorher hat er es vielleicht gar nicht gemerkt durch das Reden. Manchmal, es ist ja blöd, wenn ich das sage, aber manche Männer, die klappen eh schon. Wenn wir Frauen so viel reden und so, dann nach 10 Worten sind die Ohren eh schon zugeklappt und man hört gar nicht mehr richtig zu. Also wo liegt die Kunst in einem Gespräch schon auch, in kurzen, knappen Worten das Wesentliche zu sagen? Und manchmal, wenn Worte nicht fruchten, dann muss man in die Handlung gehen. Und das wäre so eine Handlung. Ich bin damit nicht mehr einverstanden. Und dann kann sein, dass dadurch, dass du gehst, boah, dann berührt es ihn und dann hat er das Bedürfnis und sagt, okay, tut mir leid, und dann meint es vielleicht auch ernst. Und vorher hat es gar nicht, ist es gar nicht angekommen. Ja? Und das ist ja auch das, was du mitkriegst und was du spürst. Okay? So, da waren jetzt so ein paar Antworten drin. Dein Vaterthema musst du natürlich heilen. Das machst du auf jeden Fall auch psychologisch mit diesen Themen vom Innerkind. Und dann kannst du weitergehen, auch die Ursache, warum du da geboren bist. Also da ist ein großes Feld und auch da sage ich wieder, vielleicht kennst du mein Buch, damit das Schwere im Leben leichter wird. Lies es mal und schau dir die Übungen an und mach da mal ein paar Übungen. Und da wirst du so viel schon heilen können von alten Sachen. Weil das Problem ist einfach, diese Energie, die jetzt da ist, lässt nicht mehr zu, dass wir weiter verdrängen können. Es fliegt uns alles um die Ohren. Und je mehr wir das bereitwillig auch zulassen, desto mehr kommen wir gut dadurch. Ja? Also von daher können wir uns auch da Krankheiten ersparen, wenn wir hinschauen wollen. Ich wünsche alles Gute und euch beiden alles Gute für eure Beziehung. Und ich wünsche euch beiden, dass ihr das hinkriegt und miteinander glücklich seid und bleibt. Und ja,
Ganz liebe Grüße von hier an euch und an alle und tschüss, bis zum nächsten Mal. Damit das Schwere im Leben leichter wird, mit Thea Wachtendorf.